Meine Familie bekam Besuch aus Israel. Tante Deborah war gekommen. Seit ihrer Ausreise war sie nicht mehr in Deutschland gewesen. Sie hatte Berlin in den 20er Jahren gekannt. Wir gingen auf den jüdischen Friedhof in Weißensee. Nach einem gemeinsamen Essen fragte mich Deborah, wie es mir eigentlich in der Stadt Berlin erginge. Spürst du die Toten nicht? Fragte sie mich. Ich spüre sie überall. Es ist so furchtbar. Berlin war eine so lebendige Stadt. Jetzt ist Berlin eine Stadt von Toten. Liebe Tante Deborah, ich spüre die Toten nicht. Es tut weh, wenn du von ihnen erzählst, weil ich weiß, dass sie mir fehlen. Tante Deborah, ich habe deine Worte nicht vergessen. Eine Mappe mit Bildern blieb Ingeborg Leuks von einer Toten. Auf dieser Spur sucht sie weiter nach den Werken und dem Leben ihrer Tante. Sie bemüht sich, vielen Menschen das Werk dieser Künstlerin nahezubringen. Sie stellt die verbliebenen Bilder aus, spricht über diese Käthe Löwenthal. Von etwa 1905, 6 ab hat sich Käthe Löwenthal immer mehr sowohl auf das Malen von Porträts wie auf Landschaften ausgerichtet. Und sie hat ausgestellt in allen größeren und vor allen Dingen modernen Galerien oder Ausstellungsräumen. In Berlin, in Münster, Stuttgart natürlich, das ist klar, und München im Glaspalast. Und dadurch war sie einfach bekannt. Käthe Löwenthal, eigentlich Katharina Löwenthal, signiert ihre Bilder mit KL. Wir wissen, dass Gemälde von ihr neben den Werken von Oskar Schlemmer und Willi Baumeister in einem Stuttgarter Keller bei einem Maler verborgen waren, damit sie überdauern sollten. Werke von Schlemmer und Baumeister hängen heute in New York, Paris, in Berlin und Basel. Wer kennt Käthe Löwenthal? Wo sind ihre Bilder? Was wissen wir von ihr? Am 27.03.1877 in Berlin geboren. 1898 Studienaufenthalt in Paris, später in Berlin bei Leo von König. Aufenthalt in Zeven bei den sogenannten Malweibern. Seit 1905 eigenes Atelier, freischaffend tätig in München. 1912 reist Käthe Löwenthal mit dem Passagierdampfer Caprivi von Stralsund nach Hiddensee. Seitdem jährliche Aufenthalte auf Hiddensee.
habe sie als eine, ja, Barbaria sagt man in Bayern, eine richtig gestandene Person, war ja sehr schön als junge Frau, war sie, muss sie ein, wirklich eine Schönheit gewesen sein, aber sehr, eben auch sehr statiös. Und auf mich hat sie immer streng gewirkt. Ich habe an meine Kindheit keine Erinnerung, dass sie mal mit uns gespielt hätte oder mit uns Spaß gemacht hätte. Das wüsste ich nicht. Aber dann habe ich mich doch mit Menschen unterhalten, die Kinder waren, als sie Käthe kannten. Und die haben mir übereinstimmend gesagt, sie wäre ja so reizend gewesen und so lieb. Und ich finde, man merkt es an den Kinderbildern, die sie gemalt hat. Nichte. Käthe Löwenthal ist die älteste von 5 Schwestern. Meine Mutter war die jüngste. Die Schwestern müssen sich sehr gern gehabt haben. Denn Susanne Ritscher war die Frau, die Käthe jeden Sommer auf Hiddensee in ihrem Haus in Fitte Quartier gab. Es waren vor allem Künstler, bedeutende Vertreter in ihrem Fach, die das Capri von Pommern besuchten. Der Name Käthe Löwenthal steht neben dem bekannter Zeitgenossen. Gerhard Hauptmann, Paul Wegener, Asta Nielsen, Billy Wilder, Fritz Murnau. Sie alle waren regelmäßig oder in Abständen auf Hiddensee. Von ihnen sind Zeugnisse vorhanden. Ihre Namen haben Bedeutung für uns. Was ist uns von Käthe Löwenthal geblieben? Das ist das früheste Bild, was ich aus dem Nachlass habe. Das hat Käthe Löwenthal als 9-jährige Schülerin gezeichnet. Es war ein sehr freies, sehr liberales Elternhaus. Die Eltern waren ja auch nicht mehr jüdischer Religion. Sie waren Dissidenten, wie man so sagte. Sie verehrte wohl ihren Vater sehr, während das Verhältnis zur Mutter sicher kein besonders gutes war. Der Vater war eben sehr klug und sehr wohl auch ein Intellektueller, während die Mutter das Geld gebracht hat, aber sonst nicht besonders eindrucksvoll war. Käthe hat sich eigentlich, so viel ich von meiner Mutter und den anderen Familienmitgliedern gehört habe, sehr früh selbstständig zu entwickeln versucht. Diese Bilder malte Käthe Löwenthal als Schülerin. Mit 12 Jahren kam sie in die Schweiz, hat damals bestimmt, war ja in Bern, im Berner Oberland, und da war ja Hodler vor seiner Jugendstilzeit tätig. Und da hat sie also bestimmt seine Bilder gesehen. Und ich meine, dass man bei den frühen Landschaftsaufnahmen
Landschaftsbildern den Einfluss von Hodler sehr wohl spürt. Und sie ist ja dann 2 Jahre in Bern geblieben und hat in einem Pfarrhaus, mit der Familie hatte sie sich befreundet und hat sich dann taufen und konfirmieren lassen. Käthe Löwenthal blieb bis an ihr Lebensende Christin. In dem Gedicht Hingabe beschreibt sie ihren Glauben. Die Menschen nennen es Sünde, wenn du es tust. Gott nennt es Unterlassungssünde, wenn du es nicht tust. Ein Mensch, die kurze Strecke der Irdischkeit an seinen Fersen. Die Tore des Todes in seiner Sicht ersehnt dich. Er verlangt nach dir als seiner ewigen Ampel, da er die Süße deiner Seele, die tragenden Schwingen deines Geistes, die Pracht deiner Glieder beachtet, versteht, anbetet. Er begehrt dich um des göttlichen Willen in dir. So ist seine Liebe ein Stück Gottheit. Und Gott verweigert man sich nicht, wenn man ihn spürt. Die Menschen hatten es Sünde genannt, aber Gott hatte es gut geheißen. Hiddensee ist ein Ort wie für Liebende geschaffen. Eine Insel, anregend für Geist und Sinne. Allmählich wurde mein Haus zum Sammelpunkt für Maler, Schriftsteller und Schauspieler, schreibt Asta Nielsen. Nach dem Essen versammelten wir uns am Kamin um die große Kupferbohle, in der Waldbeeren in frischem Sekt und Mosel Greifen spielten. Und die Unterhaltung hub an. Die Kunstwelt wurde von allen Seiten beleuchtet und erhielt ihren blauen oder roten Stempel. Wenn die Wogen der Diskussion über den Häuptern der Künstler zusammenzuschlagen drohten, stellten wir das Grammophon an. Mit einem Mal waren alle auf den Beinen, Tische und Stühle wurden an die Wand geschoben und jeder ergriff seines nächsten Weib. Käthe Löwenthal auf Hiddensee. Wir finden keine Spuren. Das Haus in Fitte, in dem sie den Sommer über wohnte, ist abgebrannt. Wir fragen die alten Hiddenseer, die Ortschronisten. Im Heimatmuseum sind 4 Pastelle ausgestellt. Sie sind erst vor 3 Jahren dorthin gekommen. Die unermüdliche Ingeborg Leux hat sie dem Museum geschenkt. Jetzt, sagt ein Fischer zu mir, kramen sie immer neue Namen heraus, wer hier alles auf Hiddensee gewesen sein soll. Ich kenne jedenfalls keine Löwenthal, weiß nichts davon, dass die hier war. Ich spüre die Toten überall, hat meine Tante Deborah gesagt. Kamen ja kaum auf die Akademien, die waren für Frauen gesperrt und sie durften nicht Akt zeichnen. Deshalb gab es ja diese Malschulen für Frauen. Diese Malweiber aus Berlin, die da in Zeven gewesen sind. Da hat sie sich schon als besonders, eigentlich als einzige, die wirklich
zur Künstlerin berufen ist und es auch schaffen wird. Während die anderen es eigentlich nur so zur besseren, ja, wie Klavierspielen und Handarbeiten, das gehörte damals zu den besseren Mädchen. Käthe Löwenthal muss aufgefallen sein unter den Malweibern. Sie reimen ihr zum Abschied etwas holprig, aber durchaus achtungsvoll diese Verse. Doch einen Koffer mit KL bringt ihre Kraft kaum von der Stell. Ein süßer Duft entströmet ihm von Leinewand und Terpentin. Käthe Löwenthal wollte sich durchsetzen als Künstlerin und als Frau. Sie schreibt: Vielleicht kommt sie noch einmal die Zeit, die schöne, die wechselseitig fruchtbare, wo das äußerliche Gebundensein des Weibes aufgehen kann in ein natürlicheres Menschsein, ohne dass das Weib dadurch von seiner ureigensten Weiblichkeit einzubüßen braucht. Ich weiß, auch wir müssen anders werden. Ich glaube, es liegt in unserer Hand. Und sind wir erst zu besseren und schöneren Wesen gereift, in aller Weiblichkeit und ohne Hochmut und Blaustrumpfentum, so werden die Männer sich dessen freuen, das bin ich gewiss. Und nach werden sie es einzuschätzen wissen und über größere Lebensauffassung der Frauen nicht mehr geringschätzig die Achseln zucken und nicht mehr Furcht haben vor klugen und bedeutenden Frauen. Wenn sie erst im Leben erfahren haben werden, dass wirklich große Lebensliebe, die als Liebe und als Kameradschaft ein Leben nicht nur dauern und ausfüllen, sondern überdauern kann, nur von großen Menschen zu großen Menschen gelebt werden kann. Käthe, die auf eine Heirat aus sicher mannigfaltigen Gründen verzichtet hat, sich nur ihrem Beruf, es war für sie ein Beruf und eine Berufung. Käthe Löwenthal verdiente ihr Brot mit ihrer Kunst und sie war stolz darauf. Die Malerin hat aber nicht nur ihre eigene Arbeit gesehen. Während ihrer Aufenthalte auf Hiddensee traf sie sich mit anderen Künstlerinnen. Sie hat in Fitte ihre Bilder ausgestellt. Sie gehörte zum Hiddenseer Künstlerinnenbund und zum Württembergischen Künstlerinnenverein in Stuttgart. Asta Nielsen schreibt: Nirgends war man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel. Aber ach, bald hatten wir 1933 und die Stimmung verwandelte sich. Die dunkelhaarigen intellektuellen Künstlertypen wurden von kräftigen blonden Männern und breithüftigen Frauen mit Gretchenfrisur abgelöst. Die stampften großspurig und laut über Felder und Wege und lachten schallend und herausfordernd. Flugzeuge rasten dröhnend über die Dächer, Gleise wurden über die Insel gelegt und Lokomotiven donnerten darüber. Schiffe kamen, beladen mit eisernen Fässern. Was enthielten sie? Und wo blieben sie? Die neue Zeit hatte von der Insel Besitz ergriffen. Ich hatte dort nichts mehr zu suchen. Käthe Löwenthal hatte nicht einmal die Wahl, sich zu entscheiden.
Sie war ja nach den nationalsozialistischen Gesetzen, war sie ja Jüdin, unabhängig davon, dass sie christlicher Religion war. Und damit war es selbstverständlich, dass sie Malverbot bekam 1934 und Ausstellungsverbot. Juden dürfen ab, ich weiß das Datum nicht, nicht mehr ausstellen und nicht malen. Und in dem Malverbot war ja auch beinhaltet, dass sie keine Farben kaufen konnten, keine Leinwand kaufen konnten. Wir glauben zwar oder wir wissen, dass sie in ihrer Wohnung noch gemalt hat, denn man hat ihr ja auch das Atelier natürlich gekündigt. Aber da konnte sie nicht mehr malen, wie es ihr angemessen war.1935 war Käthe Löwenthal noch einmal im Berner Oberland. Ihre Schweizer Freunde flehten sie an, zu bleiben. Käthe Löwenthal kehrte ins nationalsozialistische Deutschland zurück. Sie blieb nicht in der sicheren Schweiz. Sie hat es nicht getan, weil ihre Freundin Erna Rabe, die ja auch eine bekannte Malerin war, gesagt hat, sie darf nicht emigrieren. Sie wollte auf Käthe nicht verzichten. Wir werden nicht sterben und werden zusammen leben. Und was dem einen passiert, wird dem anderen passieren. Die Freundin, der bin ich böse. Nur wenige wussten 1935, dass in Deutschland die Vernichtung der Juden geplant wurde. Erna Rabe muss damals schon krank gewesen sein. Käthe Löwenthal hat ihre Freundin, die nicht von den Rassengesetzen betroffen war, bis zu ihrem Tod 1938 gepflegt. Käthe Löwenthal, legitim. O ihr, die ihr euch als besser und ehrenwerter empfindet, mit eurer staatlich umschützten, echte und unwahre Liebe gleicherweise umfriedenden Sanktion. Besser habt ihr's, ohne besser zu sein. Dornenloser, kampfloser dürft ihr leben. Und seid die Dornen, an denen andere zerreißen. Bringet Kampf, dem andere erliegen. Unglücklicher sind die Verfemten ob ihrer Verfemung, ob ihrer Verlassenheit, ob ihrer Ausgestoßenheit willen. Zu beschützen wären sie, nicht zu verachten. Ihre Liebe muss eine große, eine unvermeidliche, eine gottgeheischte zur Erprobung sein, eine Wehenotwendigkeit, wenn sie es dennoch tun, da alles wider sie ist. Der werfe den ersten Stein auf sie, dessen Liebe gefahrvoller, dessen Liebe größer ist. ...1940... musste Käthe Löwenthal ja ihre städtische Wohnung aufgeben und musste in ein sogenanntes Judenhaus ziehen. Und da hat es in Stuttgart einen Malermeister gegeben, also keinen Künstler, einen Malermeister, der sich aber sehr für die Verfemten und verfolgten Künstler eingesetzt hat. Und der hat in seinem Keller Bilder von Schlemmer, vom Baumeister und auch von Käthe Löwenthal untergebracht, was auch zeigt, wie bekannt sie als Künstlerin war. Käthe hat eine Mappe mit etwa 270 Pastellen mit einem Stoß von Briefen, Gedichten und Tagebuchnotizen, aber recht wenig, hat sie aufgehoben, aussortiert und hat sie dem Sohn ihrer Putzfrau gegeben und der hat diese Mappe
zu den Freunden gebracht, die dann auch meine Mutter versteckt haben. »1934, Mal- und Ausstellungsverbot durch die Auflösung der Künstlervereine. Aufnahme in Reichskammer für bildende Kunst war Juden nicht möglich. Sie konnten keinen Arianachweis vorlegen. 1935, Ausweisung aus dem Atelier. 1940, Käthe Löwenthal muss aus ihrer Wohnung in eine Judenwohnung ziehen. Im Winter 1941 mit der ersten Deportationswelle ins Lager Weißenstein verbracht. Ich war also das letzte Mal 1942 da. Da war sie schon in dem Sammellager in Schloss Weißenburg, von wo aus sie dann deportiert wurde. Und da wollte sie noch einiges einkaufen. Man hat ja nicht gewusst, dass die Menschen sofort umgebracht werden. Ich jedenfalls und meine Familie hat nichts von Auschwitz und von Theresienstadt, wussten wir, weil da andere Verwandte von uns hingekommen sind. Aber wir waren immer noch der Meinung zum Arbeiten, wie es ja auch offiziell geheißen hat. Und es war ja, was sie mitnehmen sollten, eine Decke und so. Und da wollte sie also noch was besorgen, ich weiß aber nicht was. Und wir fuhren mit der Straßenbahn nach Stuttgart rein. Und sie stellte sich sofort in den Perron von der Straßenbahn. Die jüngeren Menschen wissen das ja gar nicht, dass die jüdischen Menschen mit dem Stern nicht im Innern der Straßenbahn fahren durften, sondern nur auf dem Perron. Und ich stellte mich zu ihr und da sagt sie ganz ruhig, Inge, du brauchst nicht hier bei mir zu stehen, setz dich doch rein in die Bahn. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich bin nicht meinetwegen hier, sondern deinetwegen und ich bleibe hier. Aber das hat mir einen unheimlichen Eindruck gemacht, mit welcher Ruhe und ja, fast Gelassenheit, sie über diese ganzen Sachen hinwegging. Sie fühlte sich in der Hand Gottes, so möchte ich das doch mal ausdrücken. Und was er für mich bestimmt hat, ist richtig. Gebrochen in dem Sinn habe ich sie nicht erlebt. Ich habe sie auch nie weinen sehen. Immer nur dankbar für alles, was man getan hat. Und das war ja wenig genug. Ich bin überzeugt, dass sie nicht geglaubt hat, dass sie wiederkommt. Davon bin ich fest überzeugt. Nun war sie ja auch schon 62.
Und wenn man also ja wusste, sie werden in den Osten deportiert und es war Krieg, konnte man eigentlich kaum für einen so alten Menschen annehmen, dass er diese Strapazen überlebt, auch wenn man nicht an Mord dachte. Am 26.04.1942 verließ ein Transport von Juden Stuttgart. Unter den 173 Juden, die direkt aus Stuttgart kamen, war Käthe Löwenthal. Ziel war das Lager Izbica bei Lublin. Von den Juden, die auf diesen Transport geschickt wurden, überlebte niemand. Wer nicht verhungerte oder an Entkräftung zugrunde ging, wurde in Belzec oder Majdanek ermordet. Niemand weiß genau, wo Käthe Löwenthal umgekommen ist. Diese Rampe am sogenannten Umschlagplatz Izbica ist die letzte Spur. Aber die Bilder sollten überleben, das war der Wunsch von Käthe Löwenthal. Bei Freunden und Bekannten hingen Ölbilder. Und die für sie wichtigsten hatte der Malermeister Kämmerer in seinem Keller verborgen. 1943 vernichtete eine Bombe alles, was dort überdauern sollte. Wenige Ölbilder sind geblieben. Sie lassen erahnen, was da in den Flammen verbrannt sein muss. Ich bin viel zu spät dazu gekommen, mich um dieses Werk zu kümmern. Aber ich musste ja erst mein Abitur machen, ich musste studieren und musste mich um meinen Beruf kümmern. Was heißt musste? Ich wollte. Und ich habe eben dann viel zu spät mit den Nachforschungen angefangen, denn da waren eben schon die meisten Menschen, die Käthe gekannt haben, tot. Kann ich die Toten spüren? Ingeborg Leux versucht, die Spuren des Lebens von Käthe Löwenthal etwas deutlicher zu machen. Mit den Bruchstücken eines Lebenswerks versucht sie, ein Mosaik zu schaffen, in dem die fehlenden Steinchen als schmerzhafte Lücke deutlich werden. ...1946 tauchte ein Foto auf. Eine der beiden Frauen könnte Käthe Löwenthal sein. Zu dem Bild hat Grieshaber geschrieben: Diese beiden Damen fahren fahrplanmäßig zu ihren Mördern. Sie wissen. Ich habe das und tue das nicht nur für Käthe Löwenthal, sondern ich tue es auch für alle die Menschen, die umgekommen, ermordet worden sind und niemanden haben, der sich um sie oder gar um ihr Werk kümmert. Unglücklicher sind die Verfemten ob ihrer Verfemung, ob ihrer Verlassenheit, ob ihrer Ausgestoßenheit willen. Zu beschützen wären sie, nicht zu verachten. Manchmal denke ich daran, wie es gewesen wäre, wenn die Bilder von Käthe Löwenthal eine weibliche Malschule begründet hätten. Sie selbst hatte es sich gewünscht. Oh, wie herrlich muss es sein, sich fortgeführt zu wissen, zukunftsreich zu sein. Den Faden, der sich weiterspinnt, der einen selber mit allem, was in einem ist an Sehnsucht und Tat, knüpft an die Unsterblichkeit. Mit den nicht gespürten Toten haben wir etwas verloren, was wir nur ahnen können. Schatten einer ungesehenen Tradition.